Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge sind wir in den Galia-Schacht reingegangen. Quatsch, in den Lastolia-Schacht. Ja, Lastolia-Schacht. Und wir versuchen immer neu herauszufinden, wo wir hier hin müssen und warum, weil hier ist voll alles verzwickt und ich habe mich jetzt schon verirrt. Egal. Wir haben immer noch unser Erfahrungs... Und hier ist ein Speicherpunkt, das mich auf den Arm nehmen. Wir haben da Vertrauen. I feel the power of the core running through my body. And if Lambda absorbs this power, the situation will be resolved. What is it, little bro? It's just... I've never trusted Lambda. Me neither. When Asbel said he was going to ask Lambda for help, I was against it. A perfectly reasonable reaction. I totally trusted him! Did you actually trust him? Or was it merely your usual blind faith that everything will work out? Yeah, pretty much that. Though in hindsight, Pascal's blind faith has proven itself quite accurate. Yes, I suppose you could say that. Now even I trust in Lambda. Me too. I as well. Me too, me too! Isn't this great, Lambda? See, people can change. Everyone believes in you now. It is wonderful, Asbel. Sehr schön. Alle lieben sich, das ist so wunderbar. Ja, außer wir, diese Monster. Ich wusste es. Oh mein Gott, ey. Na gut. Ich geh jetzt aber nicht mal alles hier ab. Ich habe bestimmt voll vieles verpasst, aber was soll's. So kann ich immer noch zurück nach oben gehen und alles nochmal erkunden. Gar nicht irgendwie anders noch nach oben gehen. Komm ich denn hier hin? Komm ich hier wieder zu 1? Okay, dann gehen wir mal hier alles ganz ruhig ab. So, von hier sind wir gestartet. Wo sind wir dann hingegangen? Da rechts, ne? Einfach nur nach unten gegangen. Du bist da runtergegangen. Du selber schuld. Vielleicht musst du da irgendwann 50 Mal treffen. Oder 30 Mal, genau. Zack! Ding. Verdammt! So, wir kriegen nämlich verdammt viel Erfahrungspunkte. So 32.000 oder so, was ich voll unnormal finde. Hilfe! Hilfe! Ich hab doch gar nichts getan! Hab ich doch nur getötet. Oh Mann, Richard. Geht wahrscheinlich auch die meiste Zeit hier passieren, dass wir hier kämpfen werden. So, du bist fast tot. Und du auch. Ich kann, oh, warte, ich habe schon wieder so einen. Danke. Artikel hatte ich schon wieder. Sehr schön. Du bist anfällig gegen ihn. Ja, sag das doch gleich. Bum, 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 bum. Oh, sehr schön. Ja. Ja, und immer wenn jemand ein Level abbekommt, dann bekommen wir ein KP dazu. Also alle in der Truppe. Nehme ich an. Das ist sehr schön. Gut. Habe ich immer so, wenn es Offscreen-Trainings hier ausgerüstet gehabt. So, dann gehen wir mal auf die rechten Seite als erstes. Hier ist wieder so ein Teleporting. Okay. Oder auch nicht. Komm, du musst sterben. So, wieder 50 Treffer. Ich meine 30. So, jetzt sowieso. Na, so viel dazu. Ah. Oh, 50 Treffer. Also, die lassen sich nicht so lange stunnen. Aha, keine Erfahrung, Boni. Aua, was zum Teufel, hat er voll weh getan. Aua, oh, jetzt reicht's. Na, warte, komm her. Warte, ich kann nichts machen, verdammt. Schon wieder so ein verkacktes Arztsiegel. Immer jemand Ding ist wieder.
Hey. Hab ich keine Dingens? Ich hätte auch. Ehrlich, es läuft ja wieder nach Plan. Mach schon wieder einen Dingens. Echt nicht immun gegen sowas. Durch den Titel. Da kann ich mal rein. So, nur die Hälfte bekommen. Mal. Geist Plus. So, jetzt bekommt er jedes Mal einen Kreis Angriffpunkt pro Level ab. Habe ich übrigens bei fast jedem jetzt ausgerüstet. Weil das könnte ja ergiebig werden. Früher mal. Das hat. Aua. Oh nein. Was hier? Verdammt. Muss ich jetzt gleich schon wieder meinen Bogen einsetzen, ey. Sehr schön. So, jetzt aber. Danke. Und jetzt noch den hier. Putsch. Mein Gott. Wie wenig ein A-Angriff bei dem abzieht, aber wie viel Verteidigung hat er denn? Was zum? Das ist ein riesiger Unterschied, ey. 2000 Kreis Verteidigung und 300 Kreis Verteidigung, ey. Ich glaube, Spinne. Irgendwann ist eingefroren. Sophie! Wird von jemand angegriffen? Verdammt, jetzt bin ich eingefroren. Aua, aua, aua. Hilfe! Ja, Hubert, der Glaskrieger macht sein Titel wieder alle Ehre. Warum hat er nicht so ein Titel? Glaskrieger, wir haben bedeutender Titel. Statt irgendwie Leutnant der Monster-Ausmerzung oder irgendwie sowas, der im Future Arc bekommen hat. Schuling Star, wutsch! Oh, schon wieder war doch 5. Hubert, there's no profit in the enemies here, it's a waste of time. Hey! Da sind so kein Profit. Krieg voll viel Level hier. Aber wenn du meinst. Ja, wo kam ich noch mal von oben, ne? Nein. Erstmal hier alles erkunden. Alles. Hier ist eine Truhe, ich sehe die jetzt erst. Schicksalsbrecher, uralte Panzerhandschuhe, mit denen hoffnungsloses Schicksal durchbrochen werden können. Tales of Destiny? Versteht nicht? Okay. Wow, endlich mal eine Waffe, die in allen besser ist. Danke, danke. Wie auch immer mir die da hingelegt hat. Sehr schön. Ach nur, ich bin dann irgendwann mal wieder. Und zack. Irgendwann in der Nähe eines Speicherpunktes. Da ist irgendwie mehr eine Trainingssession und eine Erkundungssession statt eine Story-Session. Dass es sowas überhaupt gibt. Aua. Oh, warte. Kann man auch zweimal gleich hin? Rezept kochen? Nee, ne? Verdammt! Ich werde es nie herausfinden. Das soll nicht wahr sein. Bam! Ja, immer noch mit seiner heldenmutigen Vesperia. So, hier ist auch nichts, das heißt, wir müssen noch mal rum. Warum denn auch nicht? Ich möchte alles hier erkunden, ich möchte alles finden, ja, alles finden. Ich weiß, was ich hier irgendwie verpasse. Und solche immer Waffen möchtest du haben. Und die ersten sind schon auf Level 89, sehr schön. Da rechts, da waren wir ja, ne? War eine Truhe. Ja, ich bin dich irre. Ne, da ist es runter, genau. So wäre als erstes runtergegangen. Von hier links sind wir, glaube ich, teleportiert. Ja. Ja, das heißt oben. Das ist schon mal ein geraderer Weg zum Erkunden. Ja, wird bestimmt ein bisschen lange dauern hier im Guardia-Schaft. Ich habe das Gefühl, aua. Aua.
Mann, meine SK. Effektdauer verlängert, ich sehe es. Oh mein Gott, ey. Was ist denn das hier? Ich will den Schwierigkeitsgrad nicht nochmal unterstellen. Ey. Wir kriegen richtig gute Erfahrung, finde ich. Wir werden Rezepte aktivieren könnten. Mein Gott, was ist denn hier los? Hat heute gar nichts getroffen. Alter, ist jetzt gut. Mein Gott. Gibt's doch nicht. Verreckt. Warum geht dir alle schmerzhaft? Das ist grausam Todes. Futsch. So, zack, jetzt noch das hier rein. So, mein Gott. Cool. Blattwendung irgendwie. Ja, sehr schön. Habe ich Sherry eigentlich noch darauf eingestellt, dass sie nicht angreift? Das wäre richtig blöde. Verdammt. Ma. Von wenn man offscreen so viel trainiert. Na gut. Truhe? Na? Nee. Okay. Truhe, die sieht wichtig aus. Erweckungsritter 8, das hätte wir auch bekommen können. Ein Schwert der Wiederauferstehung, mit dem sich der Tod mit einem Streich bezwingen lässt. Bezwingen lässt, meine ich. Bezwingen. Okay, was? Erweckungsritter. Muss wie ein Rapier, ist ja auch einer, ne? Erweckung, Tales of Rebirth. Hm. Hat erheblich mehr. Ja, komm, mach mal den hier. Cool aus. Uah. Zack. Direkt draufhauen. Voll ins Maul rein. Schon wieder das Ding voll. Sehr schön. Was? Zwei? Okay. Warum nicht? So, jetzt greift sie auch an und tritt hintern. So, der war gut angesetzt. Oh mein Gott. Jetzt sehen wir sehr viel Magie von Sherry. Aua, gut. Jawohl, Indignation. Burns. Unglaublicher Knochen. Von Stärken, man macht Stärken überhaupt nochmal. Das hat er von diesen ganzen Kopietitel bekommen. Es gäbe die Herstellungsrate hoch. Oh, das heißt, SK sind sich glaube ich schneller aufladen. Ne? Ich glaube schon, okay. So, dann sind wir von da gekommen. So, dumm sterben. Ich weiß, es ist sehr spannend gerade. Ich muss ja ein bisschen aufholen, weil. Mein Gott! Ja, ich hab doch L1 gedrückt, Mann. In den letzten Parts ist ja gar nichts zum Kämpfen mäßig auch. Tut mir leid. Den Mist, danke. Bike, ja, der Erfahrungsding haben wir ja auch jetzt bekommen, oder? Teamwork is the key. Ja, nur 30, ja. So, sehr schön. Ich hätte jetzt mal ein bisschen auf die Waffen achten sollen. Das ist mir jetzt wieder so eingefallen. Aber kämpfe ich doch die ganze Zeit damit. Ist da oben irgendwie noch eine Truhe? Nein. Also hat die irgendwie so später manchmal erscheint. Ich würde dann schon mal behaupten, erste Ebene haben wir gut erkundet. Da ist abgestaubt, was abzustauben ist.
Aber wenn wir jetzt weitergegangen, dann habe ich jetzt zwei Waffen verpasst. Hallo. Das ist auch nicht schlecht. Wer weiß, was es hier noch gibt. Wir sind jetzt gleich wieder in der Mitte, ne? Ach, gehen wir einfach runter. Oh, Lastalia Schacht Basis 3. Hier waren wir doch schon mal. Glaube ich. Da geht's lang, dann geht's hier lang. Hier sind wir runtergegangen, glaube ich. Glaube ich. Oh, das ist ein sehr gerader Part, sehe ich. Basis 5. Okay, das sieht wichtig aus. Sehr gut. Aber ich glaube, wir kommen hier schon bedeutend weiter. Was ich eigentlich nicht geplant habe. Da lag doch irgendwas, oder? Mythosträger, ein Stab, der mit dem Potenzial zur Göttlichkeit und Verderbtheit der Welt zu Füßen liegt. Mythos. Tales of Mythos gibt's nicht. Habe ich diesen Stab jeweils schon mal? Oh, geil. Den Stab hatte ich noch nie vorher gehabt. Was man nicht alles hier findet, ne? Wenn ich irgendwie Truhe so was Bläuliches gesehen habe. Ich glaube, hier geht es schon ein bisschen weiter. Will ich eigentlich noch gar nicht. Fünf wird sterben. Oh mein Gott. Suche nicht die Logik unterm von meiner Handlungsweise. Weil sie möge nicht existieren. Verdammter Dreck, hört auf damit. Hört auf, mir alle möglichen Stabsänderungen hier ins Gesicht zu werfen. Das finde ich nicht okay. So. Das probier jetzt halt so richtig mit Bedeutung. Verdammt. Komm schon. Oh, okay, gut. Hey! Nur 30 Treffer. Gucken, ist gut. Ja, ich vergaß. Du bist einfach gegen Kreis Angriffe, Mann. Sag das doch gleich. Wow. Mein Gott. Schau, wie er den abzieht. So, dann gehen wir mal weiter. Ach, er ist gar nicht hier, okay. Eigentlich wahrscheinlich da, wo der Speicherpunkt war, was ausgelöst. Aber Basis 1, hier bin ich doch schon gewesen. Gehen wir irgendwo hier runter. Ist ja alles gründlichst erkunden. Wer weiß, was zu finden ist. Ich würde aber gerne zur zweiten Ebene mal langsam. Schon mal irgendwas Bedeutendes gemacht hat, ist ja sehr schön, aber trotzdem bin ich hier untergegangen. Ja, ne, ne, also nicht. Gehen wir mal hier lang, oder nicht? Okay, aber ist eine Sackgasse. Halte vor, das Kern auf. Okay. Okay. Wo bin ich letztes Mal lang gegangen? Wo bin ich letztes Mal lang gegangen? Ich glaube nicht hier, ne? Ma. Ein Zauber, wieder so ein Zurückteleportierungsding. Ja, jetzt aber. Jawohl. Hier bin ich bestimmt richtig. Guckt euch mal an, wie viele Dinger da noch sind im Hintergrund. Oh, Basis 3. Wie habe ich das Gefühl, ich glaube immer wieder an den gleichen Dingern vorbei. Basis 4 waren wir auch noch nicht, glaube ich.
Schauen wir uns mal hier um. Wir kommen mal wieder irgendwo hin zurück. Das möchte ich nicht. Wow, ich habe gar nicht hingeguckt und bin dann trotzdem ausgewichen. Reizenfeder, die brauchen wir, glaube ich, irgendwie für Dingens hier, für so Kopiertitel wieder. So, ich habe genug Leute kaputt gemacht. Hey, ich kann da nicht runter. Ma. Hey, da unten sind wieder diese Steindinger. Diese Elf-Steine oder Elf, kristallisierten Elf, genau, waren das. Ne? Ne? Okay, dann haben wir hier nur eine reizende Feder bekommen. Ma, ich bin schon wieder am Anfang. Okay, dann. Immer wenn ich alle Dinger runtergemacht habe, dann kann ich doch gar nicht mehr irgendwo hin, ne? Immer auf, die können ja nicht mehr nach oben, ne? Das heißt, irgendwann bin ich ja ganz. Warte mal. Bedeutet ja, irgendwann sind keine Dinger mehr oben. Warte mal, macht es doch irgendwie leichter, ne? Warte mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal, war hier rechts irgendwie? Wie oft sage ich eigentlich, warte mal, einen Einsatz? Warte mal, ich glaube aber hier unten, ne? Hier war doch, glaube ich, noch was. Ne, komm schon. Verdammter Dreck. Dann nach rechts. Wie kann uns das denn dann noch hin teleportieren? Ist auch nix. Da fuck. Ich will wieder unten zum Speicherpunkt hinten. Da gibt's doch nicht. Ich hasse solche Orte, ey, wo man nie weiß, wo man hin muss. Kannst du irgendwie eine Karte oder so geben? Das wäre mal nicht so eine schlechte Idee gewesen, ne? Eine Karte einzubauen in dem Spiel. Also Leute wie mich. So, gehen wir hier runter. Wird schon irgendwo richtig sein. So, sehr schön. Na, Sigma, na, wie auch immer nochmal Schweine hießen. Okay, hier sind, weiß ich nicht. Drei. Todesabgrund. Magische Klinge, die den Feind in den Abgrund des Terrors stößt, lässt den Träger schreien. Hey, gibt es diese Waffe nicht auch in Dingens, in Tales of the Abyss? Teufelssichel. Sieht auch ein bisschen aus wie von Tales of Xillia, Agrias Waffe irgendwie. Jetzt nur wisst ihr, was das ist. What? Wie viel? Okay, wie viel Dingensangriff, ey? Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie viel physischen Angriff das abzieht? Das ist doch nicht mehr legal. Ich möchte zum Speicherpunkt wieder. Ich möchte beenden, Leute. Oh, das geht sehr tief nach unten. Basis 5. Ich glaube, hier bin ich richtig. Oh, hi. Magische Karte Nummer 51, Raids Katar. Auf dieser Welt gibt es Menschen, die ich liebe. Das ist sehr schön, Bro. Oder irgendwie so ein Ding, wo wir wieder ganz nach oben kommen. Dann kann ich nämlich auch speichern. Da wäre auch gut. Wenn wir nächstes Mal noch mal hier reingehen. Und ich bin wieder bei Basis 1. Ich mache mich zur Basis 1. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen hier mal zur Mitte. Das ist nicht die Mitte. Und dann teleportiere ich mich mal oben zum Speicherpunkt. Kauf hier und da noch ein paar Sachen ein. Weil ich glaube, wir haben nur einen Trank oder zwei Tränke des Lebens hier verballert. Aber egal, wir verziehen uns erstmal wieder hier und kommen dann nächstes Mal wieder. Oh, perfekt. Hier rein. Erkunden den Rest des. Ich wollte schon wieder Gaia schaffen. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg dahin laufen. Oh nein. Seht ihr nicht, wie lang das da ist, ey? Mann. Na gut. Wir können uns nächstes Mal dahin teleportieren, ne? Das wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber da kommen wir nicht mehr nach oben. Das ist scheiße. Ja, ich guck mal, wo ich noch hin muss und was auch immer. Und dann sehen wir ja. So, zwei Tränke des Lebens. Ich wusste es. Ich habe es immer gewusst. So, dualisieren können wir ja auch noch mal. Unglaublicher Knochen. Und dann können wir eine goldene Figurine herstellen. Brauchen wir nicht.
Okay, für was anderes brauchen wir die Dinger sowieso nicht, deswegen, ja. Warte mal, so viel kann sich doch jeder schon verwandeln, ne? Sophie, okay, ich glaube, in Sophie kann sich jeder schon verwandeln. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grace F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.